Ja, Leute, servus und herzlich willkommen zum mittlerweile 195. Vlog. Ja, wir nähern uns der 200 Vlog-Marke. Donnerwetter, so viele Videos sind schon gekommen. Wahnsinn. Ja, wir haben aktuell Samstag, ich denke, das 17.01. müsste heute sein. Ja, ich glaube 17. Gestern am Freitag ist der Schmutti abgeholt worden. Die von der TBM Walsdorf waren da. TBN heißt Tierbeseitigung Nordbayern. Im letzten Video ist ja geschrieben worden, ob das nicht Leuch jetzt macht, also Leuch H. Leuch H gibt es seit 1999 nicht mehr. Die machen das nicht mehr. Das macht alles das TBN in Walsdorf bei Bamberg da unten. Ja, musste ja quasi abholen lassen. Du darfst ja Schwein nicht einfach beerdigen, das habe ich ja schon gesagt. Weil wenn das Veterinäramt kommt und die fragen danach, wo ist das Schwein, wo ist das geblieben, dann musst du ja nachweisen, dass dieses Schwein vorschriftsmäßig quasi beseitigt worden ist. Klingt ein wenig blöd, ist aber leider so. Es ist ein Nutztier, hat eine Ohrmarke und es nutzt nichts, wenn ich dann hergehe und mache die Ohrmarke raus und hebe die auf und sage, naja, der ist gestorben und jetzt habe ich ihn halt in die Wiesen begraben. Das ist nicht erlaubt, das ist verboten. Du könntest ja dann auch hergegangen sein und könntest dann zum Beispiel geschlacht haben oder in der, blöd gesagt, in der Aschdonner oder sonst was oder wie auch immer. Das ist nicht erlaubt, das ist verboten. Du kriegst von der Tierbeseitigungsanlage dann einen Wisch, einen Zettel, dass die das Tier abgeholt haben, was es für ein Tier ist. Steht dein Name, deine Kundennummer mit drauf und es könnte auch drauf vermerkt werden, die Ohrmarkennummer, das genaue Gewicht und Geburtsdatum und, das wäre alles möglich. Ich weiß nicht, also es kann sein, dass jetzt dann demnächst noch ein Wisch kommt, eine Rechnung oder was. Ich habe jetzt nur so eine Quittung quasi gekriegt, dass sie nicht geholt haben. Ja, und alles weitere wird sich zeigen. Ja, auf jeden Fall, der ist abgeholt worden. Und gut. Gucken wir mal, wie das Ganze jetzt weitergeht. Der andere steht jetzt unten alleine. Ich habe im letzten Video kurz angesprochen, mir ist eine Sau angeboten worden von dem Betrieb, wo meine her waren. Das ist quasi die zweite Zuchtsau gewesen, die die hatten. Ja, die wird jetzt am 23.01. 5 Jahre alt. Ist eventuell tragend von einem bunten Bentheimer Eber. Wissen sie aber nicht genau, also sie vermuten es. Ja. Kostenpunkt wären halt 450 Euro, ausgewachsenes Tier. Bin ich mir nicht schlüssig, was ich mache. Also, ich möge jetzt schon gern und gerade Husumersau wäre schon wär gut. Aber 450 Euro ist natürlich jetzt dann im ersten Moment wirklich eine ganze Haufen Geld. Wo ich mir dann denke, naja, lohnt sich das alles? Ich habe auch schon geschaut, eventuell was anderes, dass ich dazu du vorübergehend Mangalitzer Wollschwein zum Beispiel oder vor die bunten Bentheime gibt es in Drechitz draußen, die haben welche, aber die haben auch keine Ausgewachsener, sondern nur Ferkel. Ja, schwierig. Ich meine, gut, ich könnte natürlich jetzt sagen, ich hole sie her und die Hoffnung dann, wenn sie ferkelt, dass ich die Ferkel dann gut verkauft kriege, dann wäre es theoretisch wieder drin. Weil mit 4 Ferkel könnte ich das theoretisch vielleicht gerade wieder reinholen, 4-5 Ferkel. Weiß ich nicht. Ja, bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Ja, müssen wir mal gucken. Achso, und ich bin gefragt worden, was jetzt der Schmutti eigentlich gehabt hat. Ich denke, ich habe eigentlich das im letzten Video gesagt gehabt. Ja, gibt zweierlei Varianten. Entweder... Das ist aber eher unwahrscheinlich, da hätte man ihn wirklich obduzieren müssen dazu. Er ist absichtlich vergiftet worden. Also ich kann es ausschließen, bei mir kriegen die keine rohen Kartoffeln, bei mir kriegen die nichts, was giftig ist, nichts Schimmliges, nichts Kaputtes. Ich schneide es immer weg. Also von daher würde ich das ausschließen. Wäre die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, es war der Verdacht, also es sind drei Möglichkeiten, der Verdacht da, dass er eine Henne gefressen hat, weil mir hat eine gefehlt, die er vielleicht zum Frühstück da nochmal irgendwann verputzt hat oder so, das weiß man nicht. Ja, möglicherweise
war die bei denen unterwegs, das war einer von den Älteren. Und haben sie es als Futter oder sonst was angesehen. Ich habe normalerweise nie Probleme, mich geht das ehrlich gesagt auch wundern, weil unten im Stall, ich kann die zusammen laufen lassen, ohne dass es irgendein Problem gibt, aber wäre auch eine Möglichkeit. Ja, und die letzte Möglichkeit, wir haben ja den Verdacht gehabt, also letzte Woche, am Freitag war das, wie ich den Tierarzt das erste Mal geholt habe, dass es eine Verstopfung ist, er hat ja nicht gekotet gehabt. Dann haben wir den Verdacht gehabt, naja, vielleicht hat er Verstopfung. Er hat dann auch am zweiten Tag nicht und am dritten Tag nicht gekotet gehabt, von daher war es dann wirklich schon naheliegend. Das habe ich dem Tierarzt da so geschildert, ich habe ihm halt geschildert, was ich gesehen habe. Er hat nicht gekotet, er hat nicht uriniert, er hat kein Wasser, keine Flüssigkeit aufgenommen. Hat aber dann doch ein bisschen was gefressen und das habe ich alles meinem Tierarzt geschildert. Und dann, wie gesagt, daher kam halt der Verdacht sehr nah, ja, vielleicht wirklich eine Verstopfung. Er hat nicht dann krampflösende Mittel gegeben und was den Stuhlgang weicher macht. Ne? Und am Montagabend, denke ich, war das dann, hatten wir ja dann den Erfolg. Er hat ja gekotet. Der erste Brocken war richtig fest und dann war es, ja, ich sage mal, mehr cremig-breiiger, könntest du sagen. Und hat eigentlich soweit gut ausgeschaut. Da habe ich noch gedacht, das passt. Der hat aber wieder nichts getrunken. Deswegen habe ich dann angefangen, mit der Spritze eine Flüssigkeit zuzufügen. Er hat weder Apfelsaft gewollt, noch hat er einfach Wasser. Oh, Gandhi, was ist denn mit dir? Wie wurde der Randl gebissen? Ja, noch hat er einfach Wasser. Oder wir haben ja Verschiedenes probiert. Ich habe es dann quasi mit der Spritze mehr oder minder, kannst du sagen, unter Zwang eingefügt, immer wieder die Spritze ins Maul und neigespritzt und das, ja, wirklich lange, war aufwendig. Ich war den einen Tag ja bis nachts um 11:30 da unten im Stall, hab geguckt, dass er versäuft. Ich habe ja die Wärmelampen da reingehängt, da habe ich jetzt den neue im Stall hängen, extra gekauft. Ja, sollte halt alles nicht sein, also die Vermutung liegt da nahe, er hat ja auch nicht uriniert. Erstens einmal der Wassermangel, vielleicht durch die Verstopfung hat es eine innere Vergiftung gegeben, durch das, dass das aufgestaut hat. Der Körper vergiftet sich ja dadurch dann auch selber. Also das ist das mitunter naheliegendste, was wir eigentlich jetzt haben und das wird wahrscheinlich auch der Grund gewesen sein, dass er sich selbst vergiftet hat dadurch, weil der Urin, der dann tatsächlich kam am Dienstagabend, der war erst blutig rot. Und ist dann in ein richtig dunkles und vor allem stinkendes Braun übergegangen. Und ja, deswegen habe ich dann gesagt, dass er muss eingeschläfert werden. War halt dann leider mein Tierarzt, der war nicht da. Und die Assistentin, die dafür zuständig gewesen wäre. Also nicht, dass da jetzt irgendwas in Verruf kommt hier. Nicht mein Tierarzt hat keine Zeit gehabt, sondern die Tierärztin, die dafür zuständig gewesen wäre, die ist ja leider nicht rangekommen. Ich nenne an dieser Stelle aber auch keinen Namen. Weil das wäre Rufmord, das mache ich auf keinen Fall. Ärgern tut es mich trotzdem, unheimlich, und ich möchte in der Hinsicht eigentlich aber sagen, weil normalerweise, naja, führen wir es nicht weiter aus. Die ist jedenfalls nicht rangekommen und dann ist er ja leider alleine verendet. Ja, Fakt ist, er ist gestorben. Vermutlich Nierenversagen dann schlussendlich durch diese Vergiftung im Körper. Nierenversagen, deswegen auch der dunkle Urin, der stinkende Urin. Ja, man kann mutmaßen. Also wir hätten wirklich hergehen müssen, hätten eine obduzieren müssen. Das wäre eine Option gewesen. Aber ja, es ist wie es ist. Er ist gestorben, zurückholen kann ich deswegen leider auch nicht mehr. Es ist vorbei, das Thema ist gegessen. Traurig. Und wie es weitergeht, werden wir jetzt sehen. Weil eigentlich, ihr wisst ja, es war noch ein anderes Projekt geplant. Das ist auch noch nicht aus der Welt. Das hat bloß bislang halt noch nicht gepasst. Jetzt werde ich es wahrscheinlich dann vielleicht erst einmal ein bisschen hinten anstellen. Also es ist immer noch geplant nach wie vor, aber ich muss jetzt gucken, dass ich halt dann irgendwas herkriege für meinen anderen da unten. Also er ist jetzt alleine im Stall drin und das funktioniert auch. Gestern hat er eine beim Ausmisten, ich habe gestern unten alles gründlich sauber gemacht, hat er eine gesucht. Der wollte dann unbedingt in die Box rein, wo er jetzt die ganze Zeit war. Hat dann das Stroh durchsucht und war dann ganz aufgebracht, weil ich das Stroh rausgeräumt habe und alles sauber gemacht habe. Hat mir gar nicht gepasst. Der wurde dann gestern Abend, hat man es gemerkt, da hat er auch irgendwie ausgeschaut, wie wenn er Schaming trauert, wie wenn er was fällt. Bloß ich wollte ihn auch nicht mehr reinlassen.
zum anderen, wie er drinnen gelegen war, weil Schweine sind, wie gesagt, auch Allesfresser und Aasfresser. Und bevor mir der da was anfrisst, das Risiko wollte ich dann auch nicht angehen. Ja, jetzt heißt es halt, mal gucken, wie es weitergeht. Wird sich finden. Ja, zur Not muss er halt jetzt dann einfach auch mal in den sauren Apfel beißen und muss eine kurze Zeit alleine bleiben, bis wirklich dann was Passendes herkommt, weil ich bin mir bei dieser Zuchtsau da auch noch nicht ganz sicher. Ich habe immer noch die Vermutung, dass die Verwandtschaft zu meiner ist. Also der hat zwar gemeint, das ist nicht die Sau gewesen, aber ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz schlüssig. Ich meine, ich kann mich täuschen, aber so ganz, ganz sicher bin ich mir da definitiv denn doch nicht. Vom Bauchgefühl her sagt man es irgendwie besser nicht. Andererseits, ich möchte halt schon. Aber das wird sich alles zeigen. Na gut, jetzt müssen wir was da. Wie gesagt, ich habe gestern da unten den Stall sauber gemacht komplett. Die Hühner hinten und die zwei Boxen für die Schweine. Dass das alles wieder picobello sauber ist und ja, gleich desinfiziert. Und ja, die sind jetzt mal ganz normal draußen und ich bin jetzt hier unten im Stadl. Ich stehe vor meinem Kram und vor dem Kipper und ich habe jetzt eins vor. Ich möchte nämlich oben im Pferdestall, oder besser gesagt im Gasenstall, kostet ja eigentlich so, weil die Gasen überwiegen ja da oben, möchte ich Heu und Stroh auffüllen. Und da muss ich wieder ein paar Ballen runter da. Vorteil ist, der Kipper steht direkt unter dem Loch. Sprich, ich kann alles auf den Kipper draufschmeißen. Und mit dem Kramer dann direkt rauffahren, abladen, Kipper wieder aufräumen, fertig. Geht relativ zügig, geht relativ schnell. Deswegen sollte ich jetzt vielleicht einmal anfangen, dass das dann gleich erledigt ist. Das Wetter passt nämlich heute auch. Es regnet mal nicht und das ist auch schön, weil wir hatten die letzte Zeit doch sehr viel Regen. Und wenn es mal nicht regnet, dann muss man das natürlich ausnutzen und muss was tun. Wie gesagt, ausgemistet habe ich da unten. Da oben brauche ich noch nicht. Ist noch nicht notwendig. Da kratze ich immer bloß das Gröbste ein wenig zusammen. Und ja, das andere, das bleibt wieder die Mistmatratze. Durch das, dass das jetzt doch immer recht kalt ist. Der Boden ist natürlich, der Betonboden auch recht kalt. Dann mache ich lieber eine kleine Mistmatratze drunter. Die Schweine unten, oder das Ferkelchen, ist ja nicht dumm. Die schieben sich das Stroh so dick auf, dass es wirklich in einer Ecke vom Stall liegt. Die bauen ja richtig Nest und dann kuscheln die sich rein und teilweise decken sich die regelrecht mit dem Stroh zu. Die Hühner sind relativ leicht, die liegen auch auf der Strohschicht unten oder hocken auf ihre Sitzstangen, von daher passt das auch. Bloß bei den Pferden ist es halt so, wenn die da reingehen, die trampeln das Ganze fest. Und ja, dann ist die Schicht halt nur noch so hoch und dann hast du keine Isolierschicht mehr. Und wenn die sich dann drauflegen, liegen die im Endeffekt auf dem kalten Beton. Und von daher will ich da schon gucken, dass die dann wieder eine anständige Matratze drin haben und die ist aktuell so dick. Da mag jetzt jemand den Kopf schütteln, aber die ist nicht platschnass oder was, dass ich jetzt sage, wenn sie sich reinlegen, sind sie nass. Nein, das Stroh saugt natürlich unheimlich gut auf. Das ist so eine dicke Mistmatratze und obendrauf ist dann immer eine ganze dicke Schicht Stroh. Und da, wenn sie sich drauflegen, das wärmt von unten raus, beziehungsweise das isoliert gut und das ist optimal. Das funktioniert seit Jahren wunderbar. Ich habe Beton da, also für die Hufe ist es auch nicht schlecht. Die stehen nicht nur auf ihrem, wenn jetzt jemand den Kopf schüttelt, Mist, sondern die haben selbstverständlich auch Betonboden, wo sie sich ablaufen können und die haben die Koppel, wo sie raus können. Von daher, besser geht's doch eigentlich gar nicht. So, und jetzt Schluss mit Labern. Erben. Ja.
So. Was hab ich denn da gesehen? Ach, komm. Mandy. Ja, noch ohne Soll. Elf, zwölf. Wunder. Scheiße, Dreck. Wie bleibt? Gut. Last one. So, und wer von euch sich jetzt fragt, ja, warum zählt der seine Ballen? Ist der blöd? Soll er halt einfach draufschmeißen? Nein, hat System. Hat sich über viele, viele Jahre so herauskristallisiert. Ich kriege immer von den HD-Ballen 20 Stroh und 20 Heuballen oben in den Stall rein. Und
dann ist das Lager gut ausgefüllt. Ich meine, ich kann das auch ein wenig anders machen, weil meistens braucht man ein wenig mehr Heu wie Stroh. Im Sommer ist es aber meistens dann mal rumgedreht. Aber es ist so der Mittelwert eigentlich. Und dann ist der Kipper auch gut voll. Früher habe ich das immer mit dem Radlader gemacht, mit einem großen Zettelmeier. Da haben die 20 Ballen auf einmal reingepasst. Also musste ich zweimal fahren, nachdem wir jetzt nur den Klang haben. Mit der Mulden ist mir das ein wenig umständlich. Deswegen mache ich es mit dem Kipper, den noch einen Bulldog noch. Und ich muss auch nicht abkippen, sondern ich fahre das so rauf. Und dann spare ich mir nämlich das ständige Hin- und Herlaufen mit der Schubkarren. Oder das ständige in die Schaufel reinschlichten, rauffahren, rausschlichten, wieder runterfahren, wieder reinschlichten. Sondern so schmeiße ich es drauf, fahre hoch und lade einfach ab. Geht ruckzuck, geht recht zügig. Ist immer gleich aufgeladen. Der andere Ballen ist leider daneben gefallen. Passiert, aber ist halt so. Schmeißen wir den auf.
Da wird so ein Arm um Schatz. So, damit wird es erledigt. Ja, ich sage, da wird ein Warmungssatz. Ja, mit den Beinen. Ich habe ja gesagt, 20 und 20 kriege ich rein und so schaut es dann aus hier. Ja, bis da hier an die Tür. Da vorne kriegst du vielleicht noch, wenn du dann aufrecht stellst, noch was noch. Aber da hüben ist definitiv Ende Gelände. Da geht gar nichts mehr. Und da innen in den Spalt. Da kommt nichts. Ja, 20 Beine. 20 Beine sind oben. Und wie lange die halten? Keine Ahnung. Ich habe da noch nie eine Zeit dafür gemessen, wie lange eigentlich die Ladung hält. Wie lange ich da damit auskomme. 2 Wochen auf jeden Fall. Vielleicht sogar länger. Ich weiß es nicht. Also ich bin ja schon oft einmal gefragt worden, ja, wie lange reichen deine Ballen? Oder wie viel Ballen brauchst du im ganzen Jahr? Kann ich euch nicht sagen, es schwankt. Je nachdem, wie das Futterangebot ist, wenn es Grünfutter gibt, sowieso weniger. Obst und Gemüse technisch, das variiert dann immer. Wenn ein Haufen Obst und Gemüse dabei ist, was ich kriege, brauche ich weniger Heu. Klar, ein bisschen Heu brauchst du und Stroh, welchen Raufutter zur Verdauung. Aber brauchst du da weniger. Variiert unheimlich. Also das, so pauschal kann man das gar nicht sagen, wie viel man da eigentlich im ganzen Jahr braucht. Es ist wieder Schwung oben. Und der wird wieder eine Zeit lang reichen. Und ich denke mal, entweder ich sage es dann im nächsten Video oder ihr seht es dann im nächsten Video wieder, wenn ich hole. Und dann könnt ihr euch ja selber ausrechnen, wie lange das jetzt gelangt hat. Ja, weil ich kann ja dann dazu sagen, wenn ich mit dem Sockern schnell was rauf habe oder je nachdem. Das ist, wie gesagt, das variiert. Also pauschal sagen, also ich brauche jetzt jeden Monat so und so viel Heu und so viel Stroh und ich brauche so und so viel Ballen im ganzen Jahr. Kann ich gar nicht. Geht nicht. Gut.
Ich mache jetzt den Kipper noch ein wenig sauber. Ramme das ganze lose Zeug da noch ein wenig runter. Und mache hier vorne wieder ein wenig sauber. Kehre mal in Gang. Und dann bin ich hier hinten im Endeffekt schon durch. Mache gleich den Stall soweit fertig. Dann ist das erledigt für heute. Und das passt. Ja, den Kipper und den Kramer ramme ich dann natürlich auch wieder auf. Und ich denke, da sehen wir uns dann wieder. Also, bis gleich. Und fertig. Ja. Wasser haben wir noch frisch. Habe ich gestern aufgefüllt. Der Gang ist gekehrt. Der Maggie geht spazieren. Einen Ballen hoch habe ich schon wieder verfüttert. Okay, ich hätte 21 mit rauf tun können, dann hätte es bis morgen gereicht. Wurscht. Ja, aktuell schmeiße ich immer einen Ballen rein. Das passt. Da kommen sie gut damit aus. Das Stroh lassen sie liegen. Vom Heu bleibt auch immer ein bisschen was liegen, fressen sie nicht ganz auf. Zusätzlich gibt es später noch ein wenig Gemüse. Und ansonsten sind wir hier schon fertig. Ihr seht, ich habe eine dicke Schicht Stroh hin. Also die müssen auf keinen Fall frieren. Liegen schön weich. Ja, da die Wand natürlich, das war die Hanna. Leider. Ist ramponiert, da gehört auch immer irgendwie ausgetauscht. Vielleicht auch immer Scheiben neu machen oder so. Naja. Gut, wir sind hier auf jeden Fall fertig. Emma, Maggie, Jockel und Gandhi mampfen. Heu und Stroh auffüllt. Das passt dann erst einmal für die nächste Zeit. Ausmisten müssen wir noch nicht. Da mache ich immer bloß den Offenstall ein bisschen sauber, wenn es nötig ist. Und ansonsten ist die Sache gut. Ja, Kipper ist natürlich auch komplett leer. Die Schnürdose noch weg. Das ist jetzt der aufgeplatzte Bein gewesen. Ich habe ihn gleich mit verarbeitet. Ich sammle diese immer in dem Sack. Passt immer ein Jahr lang das Schnurzeug rein, vor die. Leg mich dazu. Bleibt immer ein Jahr das Zeug drin und dann quasi so vor Silvester war das, glaube ich, habe ich es ausgeleert. Weil es ja auch nicht mehr gerabbelt fühlt. Also so lange kannst du immer sammeln da drin. Gut. Hat das Licht ausgemacht? Vor lauter Laben? Ja, doch. Die alten Buggy-Lichtschalter. Psst. Gut. Dann sind wir hier fertig, dann sind wir hier durch. Ja, aktuell, es ist zu warm. Man sieht es, das Gras da, der wächst wieder. Ne? wenn das so weitergeht, kann ich bald meinen ersten Schnitt einfahren. Nee, Spaß beiseite, aber es ist eigentlich zu warm. Normalerweise müsste es jetzt frieren und kalt sein und vielleicht ein wenig Schnee liegen. Aber ich habe irgendwie die Befürchtung, so Mitte, Ende Februar wird dann der Schnee kommen. Die ganzen Knospen kommen schon raus und geht wieder einiges kaputt. Wäre ja nichts Neues. Naja, so haben wir die letzten Jahre einige von den Obstbäumen verloren, weil die, wo hier stehen, die vier, die sind alle futsch. Ich glaube, da war keiner mehr davon, der was getaugt hat. Der ist ja sowieso hohl, der bricht ja auseinander. Der Zwetschgebaum da, der ist ja schon lang kahl. Dann kam ein Äpfelbaum, da war ein bisschen was dran. Ich glaube, hier war auch kahl und der Kirschbaum da hinten, ja. Da müsste ich mich bei den Ziegen bedanken, da waren die schuld. Der ist untenrum ein bisschen entrindet, wobei der auch trocken ist. Also die Rinde ist eh aufgeschnappt. Alter Barme, passiert nicht mehr viel. Hier hinten wächst dann nichts mehr, leider. Ich überlege, wie viel früher hier standen. Da war ja da an der Stelle war noch ein Baum gestanden. Und oben in der Reihe waren es auch 5 oder 6 Stück, die gestanden waren. Die hinten werden sie weniger. Gut, das ist einmal der Hang, das sind die trockenen Jahre gewesen. Natürlich auch die Viecher, die dran fressen. Man müsste die Dinge immer alle abzäunen. Macht mir ja auch nicht den Aufwand. Ja, früher ist es gemacht worden mit einem Elektrozaun. Jetzt, wo ich das als ganze Kuppel gemacht habe, mein Fehler. Naja. Gut, jetzt rammen wir mal auf. Und eine Kippela. Und mal eine Krame. Räumen wir auf. Ich muss da noch ein Futter holen gehen. Die Mutter wollte noch schnell was einkaufen, die wollte mitfahren. Und solange es noch hell ist, wollte ich in meine Küche die Lampe tauschen. Ich habe eine Deckenleuchte drin, so eine alte Neonröhre, doppelte Neonröhre, 90er Länge. Ja, und da war die ganze Zeit schon eine Lampe innen her kaputt. Die haben wir dann getauscht, hat aber nicht mehr funktioniert. Ja, und jetzt die zweite auch verabschiedet. Jetzt neue Röhren innen probiert, geht nicht. Vorschaltgerät futsch. Naja, brauchen wir eine neue Lampe, hilft nichts. Muss ich halt dann später anbauen.
Weiß ich nicht, ob ich das filme. Also ich bin ja offiziell kein Elektriker, aber Lampenanbauer ist ja eigentlich nichts weiter dabei. Aber mal gucken. Die muss ich auf alle Fälle dadurch tauschen, solange es hell ist, dass ich dann auch was sehe in der Küche, weil der Strom muss dazu weg. Und dann zeigen wir schon. Da ist der Kram wieder geparkt, steht wieder hier im Stall mit, direkt neben dem Kipper. Passt soweit. Das Einzige, was ich noch machen muss, das Zugmaul hinten ist ja drehbar. Und falls den wieder jemand rausfährt, mache ich mal vorsichtshalber diesen Splint rein. Mir ist es nämlich auch schon passiert. Bloß schnell umgeparkt und dann war der Bolzen draußen gelegen. Ungünstig. Es dreht sich dann quasi durchs Eigengewicht vor der Bolzen um und dann kippt es ihn raus. Das ist scheiße, dann verliert man eventuell. Deswegen mal lieber einen Splint rein, wenn es sich dann verdreht, passiert nichts und gut ist. Ja,
Kippe schiebe ich immer so ein bisschen hier rüber. Dann ist besser. Und dann passt die Sache soweit. Ja. Machen wir hier das Türchen zu. Und dann ist die Sache gegessen. Bremstest, neue Bremsbeläge. Naja, ich glaube, die gehen wieder. Gut, Feierabend hier. So Leute, mittlerweile haben wir wieder Montag. Ja, ja, das Wochenende ist immer viel zu schnell rum. Heute schon wieder einen Tag gearbeitet. Ja, und jetzt schon wieder im Stall. Montagabend, wie immer. Ja, ich habe gerade Viecher versorgt. Wasser haben sie. Und Heu und Stroh. Und da mampft die Emma. Gandhi und Jockel. Emma und Maggie. Ja. Der Stall ist fertig. Jetzt gehen wir als nächstes noch nur zum Ferkelchen. Meine zwei Begleiter sind auch da. Willi und Reili. Ne? Willi! Ja, Willi! Was ist? Was ist? Ja, fein! Brav! Ja, manchmal kann es. Bist der Komiker, hä? Wuffi! Wuffi, wieder voller Heu. Schüttel dich bloß ab, das wenn du mir mit in die Wohnung nimmst. Trotz Löffel. Gut. Ja, hier hinten bin ich fertig. Ich gehe jetzt noch nur zum Feigerchen. Da mache ich gleich ein wenig das nasse Stroh vorne raus. Weil nachdem wir mal am Samstag, nee, Freitag beim Ausmisten meinen Steindruck kaputt gemacht hat, war mein erster Versuch. Nimmst du einen Matteleimer? Ja, der hat auch nicht lang gehalten. Eine Nacht, dann war er nämlich Schrott. Weiß gar nicht, habe ich den gezeigt? Kann sein, wenn nicht, wurscht, total zerbrochen. Ja, auf jeden Fall, jetzt steht unten eine alte Blechwanne, eine kleine. Und das ist auf jeden Fall die bessere Alternative. Naja, mal gucken, wie lang. Die schiebt er natürlich auch rum. Der Steindruck, der war so schwer, den konnte er nicht viel schieben. Die Mandelwanne, die hat Griffler. Die schmeißt er halt ein bisschen hin und her. Und dann schwimmt es halt vorne drin. Aber einfach schnell rausmachen, kein Problem. Und die Sache ist gut. Ich würde sagen, Stall immer gut gereinigt. Hat auch was für sich, ne? Ja, nehme ich gleich die Mattelwanne da oder mitunter. Blechwanne wollte ich sagen. Zinkwanne habe ich Mattelwanne gesagt. Ja, und dann sehen wir uns gleich da unten wieder, wenn ich da unten fertig bin. Und sag bis gleich. Ja, ja, da habe ich vorhin gesagt, ich nehme euch noch mit zu die Schweine. Ja, zum Schwein. Nee, habe ich dann irgendwie vorhin verpasst. Ja, da habe ich übrigens das Feuchte vorne noch rausgeräumt, habe noch frisches Wasser mitunter und gekochte Kartoffeln gebracht. Ja, da habe ich unten zugemacht, habe gut noch zu gesagt. Bin raufgelaufen, da fällt mir so ein, eigentlich wollte ich doch die Kamera einschalten. Na gut, haben wir halt nicht gemacht. Ja, der hat jedenfalls Kartoffeln gekriegt. Und die Hühner haben auch frisches Wasser gekriegt. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie es unten bei den Schweinen weitergeht. Also, ich habe ja gesagt, dass ich eventuell eine Sau hätte, die passen könnte. Da muss ich jetzt bloß abklären, dass die wirklich vom Verwandtschaftsgrad her entfernt von dem ist. Und nicht direkte Verwandtschaft oder so dergleichen. Das ist mir ganz wichtig, weil ich will keine Inzucht haben. Und dann schauen wir einfach mal, was passieren wird. Ja, Haufen Geld. War eigentlich alles anders geplant, aber wenn man einen Plan macht, so haben wir gelernt, das sollte man halt auch nicht machen. Gucken wir halt einmal, wie es läuft. Also wird sich zeigen, wenn dann erfahrt ihr es als erstes hier. Wenn es eine Sau dazu gibt, wenn wieder was dazu kommt, muss das Ziel sein, dass ich wieder was finde, weil, wie gesagt, alleine lassen will ich ne eigentlich auch nicht. Und es war eigentlich ja eh spruchreif, dass irgendwann eine Sau her soll. Von daher schauen wir halt immer. Gut. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Wollen wir alles sehen. Und dann war es das jetzt auch für dieses Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Freitag wieder. Ist ja relativ einstimmig entschieden worden.
relativ einstimmig. Es waren ein paar, haben gesagt, ich könnte da das Freitagsvideo weglassen und dafür Dienstag auch länger. Aber es haben die überwiegende Zahl hat gesagt, dass ich soll Freitag auch ein Video bringen. Also denke ich, werden wir uns auch am Freitag wieder sehen. Und was im Laufe der Woche passiert, werdet ihr ja dann am Freitag sehen. Und dann gucken wir mal. Also vielleicht, mal sehen, vielleicht aufs nächste Wochenende oder so, dass dann was dazukommt. Schauen wir mal. Ja, mit dem Rind, das ist natürlich auch noch nicht vergessen. Das ist auch noch aktuell. Steht halt jetzt im Moment in der Prioritätenliste eher hinten dran. Weil es jetzt halt wirklich mehr oder minder, sagen wir mal, akut ist, dass ich da unten wieder was finde, dass der nicht so lange allein steht, weil er ist es nicht gewöhnt. Puh, ja, gucken wir mal, schauen wir mal, sagen wir schon. Und jetzt eine schöne Woche, bis zum Freitag, wir sehen uns wieder. Servus.